persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Die Aussage war immer so, also der Hansli, das ist wirklich der Liebste, aber er ist auch wirklich auch der Dümmste. Der Dümmste, hat man gesagt? Ja, weil ich auch einfach bin nie in der Schule war. Dann war ich noch 3 Jahre Tuberkulose, bin ich, ich war von diesen TB-Kindern. 3 Jahre, also 1,5 Jahre in Wald im Sanatorium, 1,5 Jahre in Davos. Da haben wir 1 Stunde Schule pro Tag, sind nur in den Socken rumgelaufen, wir haben immer Ruhe haben. 3-mal die 3. Klasse gemacht, weil mit 1 Stunde Schule was willst du machen? Also hast du kaum können richtig rechnen und lesen und schreiben. Und das war eigentlich schon hart gewesen. Aber irgendwo, also wenn ich mich jetzt so erinnere an die Zeit mit den Familien, und, ja, wir hatten nichts gehabt, und doch haben wir sehr viel gehabt. Ich hatte so einen Trieb, so einen Lebenstrieb. Und, der ist ja nicht abgebrochen. Nein, der ist nicht abgebrochen. Das bin ich natürlich auch froh, weil ich finde es schade, jeder Mensch, man hat immer so eine Tendenz, wenn man älter wird, dann verliert man den Trieb und dann wird man ja pensioniert. Und also, dann wird man ruhig. Pension finde ich natürlich der Tod des Menschen, weil das heisst, jetzt hört man auf, jetzt gibt man auf, jetzt ist das Leben vorbei. Because es fängt erst an. Also, ich sage immer, life starts at 60 or at 70. Mhm. Vorher dann ist es ausprobieren und seinen Weg zu suchen, aber richtig top bist dann. Mhm. Was für mich heute eigentlich ja, auch mir Sorgen macht, das ist der enorme Druck, den unsere Kinder haben, der enorme Druck, den ihnen die Gesellschaft auferlegt in der Schule. Und ich frage mich wirklich manchmal, ist das der richtige Weg? Ist das, haben wir nicht nachher alle Burnouts? Und sie haben zwar ein riesen Wissen, aber sie haben keine Erfahrung. Mhm. Und ich glaube, wenn die Balance nicht stimmt, das ist ein Problem. Mhm. Wir waren in Dallas, zurückgekommen vom Gig, und da ist halt dann schon hindurch. Da sind die Mädchen in der Gang gestanden und der Schnee hat schöne Linien auf den Tisch gelegt. Oder? Und wir kommen in das Hotelzimmer und die Party sollen steigen und irgendeiner stellt den Fernseher und wir schauen alle auf den Fernseher, weil ein Mädchen hat ihre ganze Familie runtergeknallt, Mutter verschossen, Brüder, Schwester, Vater, alle verschossen. Und der Grund, den sie angegeben hat, sie hätte einfach den Montag nicht gern. Und wir sind alle die Party vorbei, der Schnee ist wieder in Plastik gesagt, die Mädchen hat man heimgeschickt und die ganze Nacht hat man diskutiert. Und dort ist der Song halt entstanden. Ein und like Mami. Schön. Ja. Das ist auch das, was mich sehr, sehr berührt hat. Und auch, dass man Kinder heute immer noch verkaufen kann, für Sklaverei, Kinder in die Prostitution schicken, die Frauen gehen in die Prostitution. Wir haben tausende von Karaoke-Bars, wo die Frau, eben in der Karaoke-Bar ist der Sex ja nicht das Hauptteil, sondern der Alkohol. Das muss man sich vorstellen, so eine Frau kommt vom Land, sie muss ihre Familie, das sind vielleicht 8, 12, 16 Leute, keiner hat ein Einkommen, sie ist die Einzige, die in die Stadt geht. Und jetzt muss sie jede Nacht trinken, von Abend um 6 Uhr bis am Morgen 3 Uhr. Die kommt sturzbesoffen am Morgen um 3 Uhr, jeden Tag aus dieser Karaoke-Bar. Das sind manchmal ein Jahr, was mit ihr passiert, ist auch klar. Also, ich will nicht wissen, wie die Leber und ihre Organe aussehen. Die kommt auch nicht mehr von dem Alkohol weg. In der Zwischenzeit hat sie vielleicht noch ein Kind, das ist dann auch schon zuhause, oder? Und was passiert dann nach einem Jahr, anderthalb? Sie hat ja nichts mehr. Sie hat ja kein Geld mehr. Und die Familie hat das Geld verbraucht. Also sie kommt eigentlich komplett zerstört wieder zurück auf das Land. Und dann muss der Nächste gehen. Du, wo hast denn du deine Frau kennengelernt? Eigentlich auf einem Flüger von Singapur nach Zürich. Ich habe hier in New York gelebt. Bin aus Indien gekommen und mir ist nicht so gut gegangen. Und ich aus einem Grund habe ich ein Business-Class-Ticket gehabt, wieso weiß ich auch nicht mehr. Und ich habe dann ein vegetarisches Menü bestellt und das war nicht dort. Und ich habe mich wirklich so, Entschuldigung, wenn ich jetzt das Ausdruck als Arschloch bin, oder gesagt, ich bestehe darauf, wo ist mein Veggie-Menü? Oder? Und dann hat mir dann da die Stewardess gesagt, dass es dir leid. Sie haben jemanden auf dem Flüger, der das behandeln würde. Das ist ein Flight Controller. Oder? Und dann ist dann die andere Person gekommen. Knündelt dann von mir an. Und irgendwo weiß ich auch nicht, was mit mir passiert ist. Das ist einfach irgendwo ist das Licht aufgegangen. Oder? Und dann hat sie mich gefragt. Ja, nicht mehr richtig. Und dann gefragt und so. Oder? Und am Schluss ist sie dann gegangen und kommt wieder und gesagt, hat mir dann irgendwie ein Bier und einen Apfel und eine Banane auf einem Platt angestellt. Und dann gesagt, das sei jetzt einfach das. Und
ich kann ja nicht verlangen, dass sie jetzt zwischen landet wegen mir. Also so quasi, es ist und bis ruhig. Ja, aber er hat dann so eine blöde Reaktion. Er hat gesagt, so, und sie wissen jetzt alles über mich, was weiß ich denn von ihnen, oder? Und dann sagt sie, ja, es sei Singapore Policy, not to giving out personal statements. Ich sagte, okay, darf ich wenigstens den Namen aufschreiben? Und ich dann das Zing Yauhuang abkritzelt, oder? Und dann habe ich halt dann mich bedankt mit einem Brief und so ist dann eigentlich eine Freundschaft entstanden. Und irgendwann habe ich dann gefunden, ich glaube, das ist schon die Frau, die ich gerne heiraten will. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz.